Hallo, liebe Artgenossen, und willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich habe auch leider nicht Ich habe nicht mehr so viel Zeit, um aufzunehmen. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Gucken wir mal. Was sollen wir machen? Die Kaffeemaschine einschalten. Ja, wir sind gerade in der Wohnung von Alan Wake. Und das geschieht alles genau vor 3 Jahren in New York. Draußen scheint echt was los zu sein. Manuskriptseite. Sofort einsammeln. Ja, wie gesagt, werden wir uns später natürlich in Manuskriptseiten sammeln. Wir scheinen eine Trophäe gewonnen zu haben. Und das sind unsere Bücher. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um, nicht wahr? Schicke Bilder für den Schriftsteller, das ist schon mal echt geil. Da ist die Küche. Da ist die Küche? Ja. Schick, schick. Alter, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass er nur eine Jacke hat über die 3 Jahre. Kann man hier reingehen? Ist hier der Kleiderschrank? Nee, schade. 3 Jahre für einen Schriftsteller. Okay, Schriftsteller sind vielleicht nicht immer die reichsten, aber trotzdem. Ich glaube, man kann sich 1, 2 Jacken leisten. Das ist ja wohl das Selbstverständlichste. Oder es ist nur seine Winterjacke, was ich aber auch nicht glaube. Was ist hier? Ich hasse Badezimmer in Horrorspielen. Ganz ehrlich, es ist Badezimmer und kleine Kinder. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ist wirklich schlimm. Aber 2 Waschbecken haben, das ist schon mal cool. So, was haben wir denn hier noch? Ein Radio. Und wir sind im Schlafzimmer. Was sagt uns das Radio? Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Dreistaatengebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Ja. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der 3. Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Okay, okay. Juti, dann gucken wir uns mal. Das scheint der Kleiderschrank zu sein. Okay, die beiden scheinen nur keine Kleidung zu besitzen. Die wollen mich ja verarschen, oder? Nix gegen das Spiel, aber wo ist die Kleidung? Vielleicht in der Waschmaschine? Nee. Egal. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Aber die Wohnung scheint ja so ganz gut cool zu sein. Hey Liebling, das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Oh, das ist schön. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Aha. Das Wohnzimmer. Wunderschön. Finden wir hier noch was in den Regalen? Nee. Huch. Apple. Was ist das? Sich aber einen neuen Fernseher kaufen, anstatt sich hier Kleidung zu besorgen. Egal. Frische Blumen sind auch da, aber keine Kleidung. Dann werden wir... Ah, da ist die Kaffeemaschine. Gibt es hier sonst noch was? Nein. Gut, dann schalte ich das Ding mal an. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Zu Alice gehen. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Ja. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ich frage mich, wann es wieder mit dem Horror losgeht. Ach, das sind die. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis das Barry war ja auch, glaube ich, das, was wir in der Cafeteria gesehen haben. Im Café. La Café. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Ist er das? Dunkel. Aber es geht noch, oder? Schatz, das ist ein Stromausfall. Scheiße. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Kacke. Was jetzt? Zu Alice gehen. Schatz, ich bin hier, warte auf mich. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Phobie Angst. Gegen Dunkelheit bei dem Spiel. Die Kerzen raus. Das ist kacke, ehrlich. Das ist nicht gut. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit.
Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Ist doch egal, ob die Geschichte erlogen ist oder nicht. Wir wollen sie ein bisschen aufheitern und da tickt sie gleich wieder aus. Und bezeichnet uns als Lügner. Nicht jede Geschichte ist wahr und dafür sind sie auch eigentlich nicht gedacht. Egal. Okay, was? Ah, jetzt sind wir wieder in Bright Falls. Und zwar heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Mr. Wake, das war's. Sehr merkwürdig alles, Freunde. Sehr merkwürdig. Und wir haben den ersten Kontrollpunkt erreicht. Yay! So, das war's. Sind wir gut. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Die machen oh, Leute. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Aber wir sind uns einig, dass das mit den beiden nicht stimmt, nicht wahr? Stadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ein Wasserspender. Toll. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben. Ich wollte schon sagen, Alter, hier geht überall das Licht an und aus. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Deputy Grant, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Oh, hier stand was. Lesen. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale gewinnt gern Wettbewerbe. Aha. Ob das was mit uns zu tun hat. Ob das irgendwas zu tun hat. Und eine Katze hier da. Achso, sieht man ja nicht, egal. Eine Katze, wie man sieht, links. Und rechts sind noch andere Leute. Aber der Typ hat bestimmt noch, hat noch irgendwas zu bedeuten. Vielleicht. Wir werden es herausfinden, Freunde. Kommen Sie rein, Mr. Wayne. Und hier ist die Sarah. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Danke schön, Fräulein. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Oh, oh. Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Unbekannter Anrufer, ich muss rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Was? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. OMG. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie welchen Hinterhof? Nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir Mitternacht. Nein, Leute. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich ist muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zelt gehen. Vorne kann ich nicht raus. Ich konnte nichts tun. Ich musste das Spiel des Anrufers mitspielen. Alles Leben stand auf dem Spiel. Hier? Exit, ja. Was ist los, Kumpel? Sollen wir das tun? Ja, machen wir natürlich. Bitte schön. Kein Ding. Sie sind in Ordnung. Sie sind Huch, okay. Manuskriptseite. Warte, hier ist noch was. Ach nee, hier ist zu. Oder? Ja. Wer sucht denn eine Manuskriptseite in einem Gefängnis? Also jetzt in einer Zelle. Ja. Red du mal weiter, ich geh mal ein bisschen raus. Meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, Standard. Ich muss durch den Zaun links steigen. So, okay. Da gibt's ein Radio und ansonsten... Ich meine, ich glaube, wir können auch gar nichts groß finden, weil es hat dann auch wieder gar nicht so richtig angefangen. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf.
Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Bett. Ah, da müssen wir hin. Grund jetzt schon auszuflippen. Gut, wie kommen wir da irgendwie über den Zaun? Vielleicht. Mit Springen? So unsportlich der Typ, da würde selbst der ich Anrufer rüberkommen. Er hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Yeah, mit einem gezielten Chuck Norris Kick geht das. So, wie eine Manuskriptseite. Die liegen hier wirklich überall verstreut. Der müsste mal besser auf seine Sachen aufpassen, der Junge. Egal. Alles Führerschein lag auf dem Vordersitz. Was? Echt? Der Anrufer meinte es ernst. Huch. Kontrollpunkt Barry? Erreicht. Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Puh. Polizeiwache verlassen. Aber wie denn? Wir werden ja hier noch festgehalten. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Soll das heißen, dass wir in unserer eigenen Geschichte gefangen? Ich verstehe das nicht. Also wahrscheinlich hat er die Geschichte hier alles geschrieben. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Alter! Hey, keiner bewegt sich! Hände weg von meinem Klienten! Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Das Haben ist Barry? Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Alter, wie ihn einfach verschlägt. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Ich werde total ausgeflippt, wenn er mich geschlagen hat. Bring mich raus. Den Doktor stimmt was nicht. Wenn er ihn unbedingt haben will und dabei noch so cool Teufel sollte das er? Schlag. Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Leute. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Boah, der nervt jetzt schon. Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Boah, der guckt so hässlich. Wer ist Max?
Das finden wir gleich heraus. Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Ja, toll. Ist euch mal aufgefallen, dass das hier alles aussieht wie in Thüringen? Also so finde ich das. Keine Ahnung wieso. Vielleicht, weil ich da mal Urlaub gemacht habe.